Werd man's Hein durchlacht? Werd man's Dankwiesel? Hallali, bitte durchlacht. Ich bitte Sie, Wiesel, besorgen Sie mir gleich einen Franzbranntwein. Gewiss. Sie müssen mich massieren. Die Jagd war kolossal strapaziös. Eine Jagd ist immer strapaziös, Durchlacht. Ich hab gleich gesagt, Durchlacht schon lieber im Kapfenteich fischen gehen, aber Durchlacht folgen wir ja nicht. Ach, Vorsicht, langsam, Durchlacht, langsam. Bitte darf ich Durchlacht vielleicht stützen. Das ist nicht doch, ich bin ja kein Greis. Gewiss, Durchlacht, gewiss, aber immerhin, immer... Morgen, Herr Baron, morgen. Herr Baron, sehen auch sehr abgejagt aus. Ja, nachmittags massieren Sie dann mich. Ja? Gewiss, gewiss, Herr Baron. Aber Vormittag müssen wir noch Diverses besprechen, wegen der heutigen Festivitäten. Na, was denn? Ich meine, die Verteilung der Gästezimmer, Anordnung, Sitzordnung. Ich habe gar keinen Kopf für solche Sachen. Aber ich muss doch alles als Programm festgelegt. Zum Kuckuck, lassen Sie mich doch in Ruhe. Ich möchte endlich einmal schlafen, nicht? Das ist sehr schief gewickelt, der Herr Baron. Der wird nicht massiert. Na, wo habt ihr die Jagdbeute? Hallo, ein Stück. So. Na, was ist? Was ist denn? Das ist die Jagdbeute. Wo habt ihr die geschossen? Ja, ich weiß gar nicht, wie die da reinkommt. Wieso kommt denn die? Wieso kommen aufstehen? Die rührt sie ja gar nicht. Die muss in Innsbruck eingestiegen sein, während ich das Gepäck aus dem Haus geholt habe. Was? Ihr wart in Innsbruck? Ja, was darf die Fürstin nicht wissen? Was heißt die Fürstin darf es nicht wissen? Glaubst du, dass ich mich beteilige an euren Geheimnis? Ein Skandal. Während die arme Fürstin im Bett liegt als Erkranker, geht sie in Innsbruck auf die Garde. Ein Skandal. Raus mit dir. Und mit dieser Person raus. Die werde ich sofort die Wirsig gleich zudecken. So was schaut man sich ja gar nicht an. So ein Skandal. Ist gar nicht so leicht. Wie man glaubt, ist nicht so. Ah ja, das ist... Hoppla! Was ist das hier? Ist so echt gut. Ich wundere, dass es Gleichgewicht ist. So, hä? Was ist denn? Hallo? Der Mutter. Jo, was ist das? Ich bin natürlich eine Stütze wie welche. Moment. Besser. Hallo. Hoppla. Hui. Herr Baron. Bitte, Herr Baron. Mein Gott, halt schlafen alle. Bitte, Herr Baron. Was geschieht denn mit der Dame? Was für eine Dame? Ja, die ich im Wagen gefunden habe. Was, im Wagen war eine Dame? Ja, hinten eingezwickt zwischen die Koffer. Und sie schlaft ja wie ein Murmeltier. Das kann ja nur die Lisa sein. So, die Lisa, die... Wo haben Sie sie denn hingebracht? Ich habe sie in das Schlafzimmer von seiner Durchlacht. Gut, habe ich sie hin... Ist ja gar nicht mehr da. Sie ist da. Wo denn? Sie ist da. Ich hab sie in den Kasten eingesperrt, damit man sie nicht findet. So, sie fällt mir ja immer um. Sie fällt mir immer um. Ich weiß nicht, und sie schlaft ununterbrochen. Aha. Und sie muss die Schlafkrankheit bitte, haben. Da müssen wir sofort den Schrank aufsperren. Geben Sie mir den Schlüssel, sonst erstickt sie uns. Ich nicht so schnell. Aber ich habe mir nämlich gedacht... Das interessiert mich gar nicht. Geben Sie mir jetzt den Schlüssel her. Ich werde sofort den Schrank aufsperren. Vorsichtig, bitte, gleich. Herr Baron. Ja? Oh. Damit Sie nicht den Bart abbrechen. Ja? Das muss man sehr vor. Nicht. Hin. Ja. Hin ist er. Natürlich ist er hin. Das ist... Herrgott, was macht man jetzt? Weiß nicht. Ich meine, das ist die einzige Möglichkeit. Ja, der Bart ist drin. Das, natürlich ist er drin, das weiß ich ja. Zu blöd. Das ist mit dieser Herumschuselerei. Und das ist immer forsch. Und jetzt sind wir in der größten Verlegenheit. Muss doch was geschehen. Natürlich muss was geschehen. Vielleicht kommt das durch. Hallo, sonst passiert ihr. Hallo, leben Sie noch? Gott sei Dank. Hustet, sie lebt. Nein, ich habe gehustet. Wie können Sie draußen husten, wenn ich drinnen höre? Wir müssen uns jetzt nicht streiten, wir müssen etwas unternehmen. Natürlich müssen wir was unternehmen. Und Herr Baron, wenn man den Kasten auf der einen Seite aufhebt, das hochkopiert und
So geht die Tür von allein auf. Das glaube ich nicht. Natürlich, Schluss springt dann, ich habe das schon ein paar Mal probiert. So? Das habe ich ein paar Mal, natürlich, wenn ich etwas notwendig gebraucht habe. Na bitte, komm. Bitte, Herr Baron. Ich zähle jetzt 1, 2, 3, oder? Und dann sage ich, hoch, an dem Punkt stemmen sie sich an den Kasten entgegen und mit vereinten Stimmen. Also, 2, 3, ho, ruck! Das ist aber doch viel zu schwer, Herr Wiesner. Nicht! Oh! Hilfe! Ruhe! Was haben Sie denn? Ruhe! Was ist denn? Ruhe! Was ist? Ja, er steht ja auf ihm! Auf ihm denn? Auf ihm, auf ihm! Was? Auf ihm, wie heißt er denn nur? Wie heißt er denn? Wer denn? Das hört sich nicht aus, das wird schwindelig. Was haben Sie denn? Das ist schwindelig. Und der steht doch auf ihm! Steht er doch auf ihm! Auf der Lisa? Aber nein, auf mein Dings! Da! Auf Ihrem Fuß! Sie natürlich auf meinen Fuß! Moment, das werde ich gleich. Moment, ich gehe hoch. Sie raus! Jetzt! Warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Weil mir das Wort nicht ein. Kann ich vor lauter Schmerz. Na ja, also. Die kleine Zehen, die linke Zehen, die ist zerschmettert. Nicht dich? Au! Nun ermannen Sie sich schon, wir können ja wegen dieser kleinen Zehe nicht das Mädchen umkommen lassen. Ermannen, bei Quetschung, so blöd ist das. So ein blöder Kasten. Bitte, und der geht so leicht auf. Bitte, der geht, Haben Sie es? Ja. Da drin sitzt sie. Nein. Das war der falsche Kasten. So wie Sie sind ein Idiot. Ja, das kann ja passieren, das kann ja vorkommen. Mein Gott, wo haben Sie denn die überhaupt aufgefischt? Also ich verbitte mir diesen Ton. Wir haben diese Dame nirgendwo aufgefischt. Na, wer ist sie denn dann? Wer ist sie denn überhaupt? Würde ich Ihnen das sagen, Wiesel? Das ist seine uneheliche Tochter seiner Durchlaucht. Was? Und seine Durchlaucht hat ein uneheliches? Ja. Ein uneheliches? Na sowas, das hätte ich nicht für möglich gehabt. Das hätte ich nie geglaubt. Bei der Konstitution? Wiesel? Der soll sich aber schämen. Sie sprechen von Ihrem Herrn. Oh, bitte, Herr Baron. Das Hemd ist mir näher wie der Rock. Wer ist Hemd? Die Frau Fürstin. Und so eine schöne Frau. Und er bringt ihr uneheliches Kind ins Haus. Ach, ja, richtig. Kind der Liebe. Ein Skandal. Ein Skandal. Da ist gar keine Familienähnlichkeit vorhanden. Aber natürlich, bitte schauen Sie doch hier. Ganz der Papa. Und die schlaft ja immer. Ja, vielleicht ist sie die Wiedersehensfreude in die Glieder gefahren. Oh, Wiedersehen, das ist kein Grund. Mir ist ununterbrochen Verschiedenes in die Glieder gefahren, was mir. Und dann müsste ich ja überhaupt permanent schlafen. Vielleicht liegen wir in irgendein Bett. Nur in irgendein Bett? Die Zimmer sind doch alle reserviert. Wir warten doch Besuch. Und gehen wir ins Bett vom Papa. Glauben Sie? Natürlich. Denn das Schlafzimmer seiner Durchlaucht ist der einzige Raum, den die Fürstin noch nie betreten hat. Ja, bitte schön, gut. Kommen Sie, Wiesel, ziehen Sie sie aus. Wo, Sie? Ja, natürlich. Aber ich kann doch, das muss doch eine Hofdame machen. Nein, das sind doch furchtbare Klatschbasen. Na ja, aber ich kann doch nicht eine Frau ausziehen. Aber Wiesel, in Ihrem Alter... Was? Das muss ich aber besser wissen, also, nicht? Machen Sie die Augen zu, nicht? Ja, ich verständige jetzt die Durchlaucht, ich muss mich auch noch umziehen. Ach, kurz nochmal. Was auf mich alles einstürmt.